Yo, 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 servus! Mein Name ist Select der Knall und ich darf euch willkommen heißen zur fünften Woche der Baby League. Wir treten an gegen Spastic, aka Kevin, aka Kevin. Oh, es ist nur Kevin, Kevin. Mir kommt vor, der Rest sagt immer zu Kevin zu ihnen, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Also bleiben wir mal bei Kevin oder Spastics, je nachdem, was mir gerade zuerst einfällt. Gut. Bevor das Ganze losgeht, möchte ich mich bei Dark Shadow bedanken, der mir den Kampf gecaptured hat, und an Asalakorn, der mir beim Thumbnail weitergeholfen hat, beziehungsweise der mir das Thumbnail eigentlich komplett gemacht hatte. Muss ich ja nicht so unterm Tisch kehren. Danke an euch beide, ihr seid mir wirklich eine große Hilfe. Und nun zu unserem Team. Wie ihr seht, haben wir einen Kaumob gebracht, einen Wommel, einen Vulpix, einen Bisasam, einen Sorua und einen Makuhita, während er ein Stunky, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt. Die Vorentwicklung von Skundank auf jeden Fall, dann ein Riolu, ein, wie heißt die kleine Feuerdings? Litten heißt Flammiau, kann das sein? Ich glaube Flammiau. Eine Vorentwicklung von Vilie, wie heißt die auf Deutsch? Oh, das wusste ich mal. Komm, das wusste ich mal. Ah, kein Plan, egal. Ein Elekid natürlich, unser Maskottchen bei ihnen am Start, und ein Abra. Er, also das ist eigentlich schon die beste Aufstellung, die er gegen mich hätte bringen können. Er hätte noch alternativ ein Schlurp gehabt, ein Frillish, also die Vorentwicklung von Apokalyp, ich weiß auch nicht, wie die auf Deutsch heißt, und Togepi und Sandama. Und ja, das ist eigentlich schon das Beste, was er gegen mich hätte mitnehmen können, finde ich. Und jetzt zeige ich euch noch kurz mein Team. Ich blende euch die Sets natürlich ein. Wir haben ein Gewahlschalt des Surua mit dem Dark Pulse, der Hinbauer Ground, der Verfolgung und U-Turn soll in erster Regel Abra regeln, beziehungsweise sein Frillish, falls er es mitnimmt. Dann haben wir kaum Maub dabei. Nummel, Miert mit Earthquake, Flame Charge, Amnesia und Curse. Der Ai Papa Berry, und ich muss euch gleich was Tragisches am Anfang mitteilen, und zwar wird uns Nammel nach diesem Spieltag verlassen, denn es wurde Mudbray frei, also Pampuli. Und ja, ich konnte nicht widerstehen, mir Pampuli zu picken. Ihr wisst, eseliger Esel, und ich bin ein treuer Anhänger des Islams, deswegen musste ich da zuschlagen. Und ich glaube, Mudbray ist auch besser als Nammel. Nammel ist zwar ganz funny so, hat auch seine Momente, aber das wird sein Abschiedsspiel für den Elekids Club, zumindest für diese Season. Aber ich hoffe, es macht Work. Wir haben einen Flame Orb Makuhita dabei, ein Focus Sash, Wommel mit Moonblast, Bugbuzz, Energy Ball und Sticky Web, Bisasam mit dem Poisinium Z und ein Allison, wollte ich schon sagen, ein Vulpix mit Flamethrower, Energy Ball, Quick Attack und Toxic, weil viele Leute irgendwie random immer, was heißt random? Aus gutem Grund die Offensivweste im Hit nehmen, das will ich damit ein bisschen punishen. Mein Gameplan ist es eigentlich, zuerst Skunky, wie heißt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das stört mich jetzt gerade so, das kleine Stinktier loszuwerden, irgendwie, auf gut Deutsch irgendwie, nee, mit Makuhita oder mit den Bauground von Sarua. Danach das Sticky Web zu legen, um mit Bisasam in der Sonne schneller als sein Scarfer zu sein, den er für Bisasam präpariert hat. Das heißt, es wird wahrscheinlich Elekid oder Abra sein. Das ist der Gameplan. Ich habe noch nie Sticky Web gelegt. Ich hatte es zwar ein paar Mal mit, aber ich hatte es halt immer so als, keine Ahnung, so als Notfall hatte ich es halt mit. In diesem Fall ist fester Bestandteil des Gameplans, und ich hoffe, das klappt. Als ich in der Team Preview beim Kampf war, dachte ich mir so, holy moly, die 6, die er mitgebracht hat, da kann Kamaup auf jeden Fall was machen, deswegen bin ich damit gleich geleadet. Und er leadet sogar mit Stunky, wie heißt es auf Deutsch, ich weiß es echt nicht. Er leadet sogar mit dem Stinktier, was für mich perfekt ist, denn das ist ein Ding, das ich loswerden will. Und wie der restliche Kampf dann verlaufen ist, gucken wir uns natürlich jetzt sofort an, und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Kamen fordert uns zum Kampf heraus, und womöglich ist das schon sein erster Fehler. Wir werden es sehen. Hier kommt auf jeden Fall Le Piu Piu, eine Bugs Bunny Referenz, habe ich sehr gefeiert, wo ich es gesehen habe. Und hier kommt unser Alltime Favorite Miert, sein letztes Spiel für den Ele Kids Club, wie gesagt. Und ich dachte mir, ich hab mich viel zu verlieren. Wenn er Knockoff drückt, dann ist es halt so, aber wenn ich das Ding early loswerde, ist es einfach für meinen Late Game Plan perfekt.
Er geht für Toxic, also nicht mal für Knockoff, also für mich eigentlich ein relativ gutes Szenario. Und jetzt sehen wir, ob er die Schuka-Bäre oder ein Sash hat. Ansonsten wird hier Nammel straight den Kill holen und das macht es. Und ich war wirklich, wie sagt man, ich war am Himmel hoch jauchzen, als ich das gesehen habe. Miert holt nochmal einen Kill für seinen Abschiedskampf, wunderschön. Als nächstes kommt sein Goten rein, was für Miert eigentlich auch kein Problem ist. Wir haben relativ viel physisch-defensives Investment, wie ihr ja am Anfang gesehen habt, und tanken den Ablight-Hieb wie ein Gott, gehen für den Flame Charge. Ich hatte keinen Grund hier zu setupen, als außer meinen Speed, denn mit Glück kann Miert danach das Riolo outspeeden und sogar noch einen Kill holen. Auf jeden Fall kommen wir dank Toxic in unsere Bären-Range, das heißt, der EV-Split hat einfach perfekt geklappt und jetzt sind wir schneller, wenn ich Scarf ist, und Miert ist tatsächlich schneller. Wir holen den zweiten Kill, beziehungsweise der dritte Kill für Miert in der gesamten Baby League, und das nenne ich mal noch einen wundervollen Abgang bis jetzt. Also Miert will uns fast so ein bisschen zeigen, bitte geh mich nicht weg, my boy, wir müssen hier noch am Stissel bleiben. Ja gut, hier kommt jetzt sein Abra rein, sein Zit, weil es immer schläft. Und ich dachte mir, ich gehe hart in wie heißt es, Ruhr, getarnt als mein Makuhita. Da ich mir schon dachte, wird mit der Psy-Attacke angreifen, Coverage Move sollte Nammel wahrscheinlich sogar tanken, und ich wollte nicht, dass Elekid for free wohl switchen kann. Jetzt dachte ich mir, okay, vielleicht geht er raus, weil er irgendwas präpariert hat für mein Sorua, und gehe einfach für die Kehrtwende. Und er bleibt drin, ist aber nicht fokussiert, und ja, das heißt, wir nehmen hier Abra mit einem Hit raus, und das hat basically gar nichts gemacht. Und Abra war eigentlich ein großer Threat für mein Team, da es mit dem Scarf schneller als mein dieser Sam in der Sonne wäre. Allerdings war nicht Scarf, weil sonst hätten wir ihn wahrscheinlich nicht outspeeded. Gut, wie dem auch sei, ich gehe jetzt hier mit Summi, wir haben den Sash und können jetzt safe unsere Webs legen. Er geht für den Mogelhieb, was aber kein Problem ist, denn dank der Bude-Abwehr werden Secondary Effects von Attacken negiert und wir flinchen nicht und können hier easy unser Sticky Web legen. Ich gehe im Anschluss noch für einen Käfergebrumm, einfach weil ich es kann. Und ich will jetzt nicht unbedingt irgendwas in Sorua, nicht in Sorua, in Litten rein switchen. Dachte mir, ja, ich kann Bommel wegschmeißen. Ich muss ja nicht auf Ergebnis spielen, lieber einen safen Win haben. Und dann passt das eigentlich vorerst. Er geht sogar für Flammblitz, wie ihr gesehen habt. Das heißt, er kriegt nochmal Rückstoßschaden. Hier kann ich wieder mein Sorua rein switchen. Also, das ist nicht mein richtiges Makuhita. Und gehe für die Kraftreserve Ground, weil er da eigentlich keinen guten Switch-In hat. Und ich kann Litten rausnehmen. Das heißt, auch Sorua holt sich hier den zweiten Kill. Wunderschön. War ja im letzten Match ein bisschen underwhelming, obwohl es einen Kill geholt hat, aber dann war es relativ schnell tot. Jetzt kommt hier sein Lilip rein, und mir fällt nicht ein, wie das Ding auf Deutsch heißt. Das werde ich auf jeden Fall nach dem Kampf gleich nachgucken, weil sonst kann ich wieder nicht einschlafen. Gut, ich gehe von Isami raus, und zwar in das richtige Isami. Und er geht hier für den Horta, das heißt, er boostet seine Verteidigung, was für mich aber ganz okay ist, denn ich denke, ein Guts boosted Close Combat sollte trotzdem reichen oder auf jeden Fall so viel Damage machen, dass ein Bullet Punch danach reichen sollte. Und wir haben viel Speed Investment, speeden also Lilip, und nehmen sogar mit dem Close Combat raus, weil es ein Crit ist. Ich weiß nicht, ob es gemattert hat, aber es wäre auf jeden Fall ein Two-Hit gewesen, wenn es mit wenn ein Crit alleine reicht, und wir waren ja auch schneller, und ich glaube nicht, dass er uns mit irgendeinem Hit raus hätte nehmen können. Also ich glaube, das ist alles gut. Gut, hier kommt sein Elekid rein gegen unser Isami, und ich dachte mir schon, okay, er wird wahrscheinlich auf die Psycho-Attacke gehen, weil wir noch Maub, Kamaub in der Back haben, schickt deshalb mein Sorua ganz cheesy rein, und ja, mir sind gegen die Psychokinese immun, weil war ein guter Switch-In von uns seinerseits. Und jetzt können wir einfach mal den Scarf Dark Pulse drücken. Reicht leider nicht. Er drückt hier für den Donnerblitz. Nimmt uns mit dem Crit raus. Ich glaube nicht, dass der gemattert hat, da wir eine Minus Spedef Nature fahren. Ich kann mich aber auch täuschen. Schick auf jeden Fall wieder mein Isami rein, denn wir haben die Fake Out Priority. Und hier kommt der schmerzhafteste Moment mit der Baby die Karriere. Wir müssen einen Elekid rausnehmen. Nein. Aber wir gewinnen den Spieltag auf diese Weise mit einem 4:0, glaube ich. Oder war es sogar, nee, es war ein 5, nee, 4:0, never mind. Weil Sorua ist gestorben und Bommel, ja. Hätte ein 5 oder 6:0 werden können, hätte ich darauf gespielt. Fand ich aber nicht für nötig, denn wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, ist das ein Playoff-Format. Und es gibt nur 7 Spieltage und wir haben jetzt 4 Wins, eine Niederlage, das heißt, die Playoffs sollten relativ safe sein. Da muss schon gewaltig viel schief gehen,
dass wir jetzt nicht in die Playoffs kommen. Zum Spiel vielleicht noch. Spastic ist ja auch der einzige Teilnehmer, der die Kämpfe nicht hochlädt oder zumindest keinen bis jetzt hochgeladen hat. Das liegt daran, dass er zurzeit relativ im Stress ist. Also er meinte halt zu mir, er arbeitet die Woche um die 60 Stunden und kommt halt basically zu nichts, zu kein Teambuilding, zum, nicht zum Video machen etc. pp. Ja, weshalb glaube ich auch die Qualität des Kampfes ein bisschen darunter litt, weil er sich nicht gut preppen konnte oder nicht viel Zeit hineingesteckt hat, wie man es jetzt drehen will. Er meinte auch, hat ein paar Missklicks gemacht. Kann sein. Ich weiß es nicht, aber ich finde, unser Team war overall einfach besser. Und so, sobald Stunky halt, Stunky, ja, heißt Stunky. Scholarit Junior, Mann, jetzt weiß ich, wie es heißt. Scully. Und sobald Scully eben tot war, war eigentlich für meinen Sticky Web-Plan freie Bahn. Und ich glaube, wir hätten das jetzt auch, wenn er sich nicht gemissklickt, vermissklickt hätte, wahrscheinlich trotzdem 2 oder 1-0 gewonnen. Ich weiß nicht, an welchen Stellen er gemissklickt hat. Er hat mir nur gesagt, dass er gemissklickt hat. Und ja, so ist man mal. War halt ein ziemlich schneller Kampf. Und ich dachte mir halt nach den ersten 3 Runden, oder sagen wir nach den ersten 5 Runden, wo es dann schon 6-4 für mich stand, dachte ich mir so, okay, das geht jetzt ab. Und die Top 3s waren halt auch schon weg. Ja, so ist es manchmal. Ich schaue nur mal kurz, wo gegen wen wir nächste Woche spielen müssen. Es bleiben ja nicht mehr viel übrig. Und ich weiß, dass wir in der letzten Woche gegen Lars spielen. Und davor spielen wir gegen die Calgary Infernapes. Und die werden geleitet von Calgary Infernapes. Wo haben wir sie denn? Von Aaron, einen GBA D-League Teilnehmer. Also das könnte nochmal interessant werden. Ich glaube, für uns steht nicht mehr viel auf dem Spiel für die Playoffs. Das heißt, vielleicht können wir ein bisschen memen. Ich will es nicht versprechen. Wobei ich eigentlich in der Baby League eh sehr oft rum meme, weil irgendwie sieht man da sonst oft kein Licht, wie man sonst gewinnen kann. Und ja, schaut auf jeden Fall bei allen anderen Baby League Teilnehmern vorbei. Links sind alle in der Videobeschreibung. Sagt mir, wie ihr den Kampf findet, ob er euch auch ein bisschen zu schnell war. Bitte, das wäre für mich eine Herzensangelegenheit. Wünscht Nammel, also mir, noch viel Glück auf seinen weiteren Draft League Weg und möge er auch bei anderen Teams so brillieren wie bei uns. Und ja, heißt unser neues Mitglied Mudbray. Es wird Eseliger Esel heißen. Das ist ja eh, das liegt ja auf der Hand, ne? Auch herzlich willkommen. Also viel Glück, komm auf deinen weiteren Weg. Herzlich willkommen, Mudbray, und macht's gut, haut rein, euer Ele. Servus! Ele Kids, glaub ich, die Crew. Ele Kids, glaub ich, die Crew. Und bist du mit mir cool, gehörst du sicherlich dazu.